es war eine Zeit, die im Aufbruch war, die ja jetzt nicht von Tränen bestimmt war, sondern von dem Willen, alles wieder aufzubauen, was da zerstört ist. Ja. Auch menschlich wieder aufzubauen. Heute weiß ich, dass diese Frauen, die nach dem Krieg alleine ihr Werk machen mussten, Heldinnen waren. Ich habe doch immer nach einer Vaterfigur gesucht. Und die anderen, die haben auch ganz viele eben ihre Väter verloren. Ne? Der Verlust meines Vaters ging mir wahnsinnig nah und der fehlt mir bis heute im Grunde. Alle Gleichaltrigen sind ohne Väter aufgewachsen. Aber ich habe immer nach vorne geguckt, nicht so wieder nach hinten. Geht mir bis heute so. Sie waren Kinder der Nachkriegszeit und wuchsen auf ohne Väter. Es ist ihre Geschichte. Ganz ruhig, mein Junge. Nimm die Knarre weg. Na los! Runter von der Brücke, oder? Ich muss das doch tun. Als wir die Brücke gedreht haben, das war ja dann 59, das war schon sehr emotional und sehr bewegend. Und da haben wir alle geheult wie die Schlosshunde. Und wir haben da eine Zeit nachempfunden, die ja wirklich passiert ist. Im Nachkriegsfilm Die Brücke versetzt Fritz Weppe sich in die aus allen Fugen geratene Endzeit des Krieges zurück. Als kleiner Junge hat er sie noch miterlebt und ihre Folgen. Im Münchner Westen, wo er groß geworden ist. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Elmar. Wir haben ja unter der Sache gelitten, dass mein Vater einfach im Krieg vermisst war. Und natürlich auch erlebt, wie meine Mutter das ganz schwer überhaupt verarbeiten konnte. Sie hatte uns beide, sie hat sehr viel Liebe investiert, aber der Vati war halt nicht da und der hat uns gefehlt. Nach Kriegsende muss ein Drittel aller Familien ohne Mann im Haus auskommen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Da war ich eins mit allen Gleichaltrigen so ungefähr, so in der Schule. Und wir alle hatten keine Väter. Das Land, in dem sie jung waren, ist 1945 nach Krieg und Diktatur ruiniert. In jeder Hinsicht. Besetzt von Siegermächten in West und Ost. Überrannt von einer Völkerwanderung aus einstigen Zwangsarbeitern, Vertriebenen, ausgebombten Heimkehrern. Insgesamt über 20 Millionen. Und zugleich angetrieben vom Willen zum Neubeginn. Erfahrungen, die eine Generation prägen. Lebenslang. Ich werde gleich 80 Jahre. Aber die Geschichte mit meinem Vater war, das sitzt tief. Das sitzt sehr tief. Mein Vater war ein Kommunist, wusste aber niemand sonst. Natürlich wollte er nicht in den Krieg. Aber mit keiner, aber was sollte er machen? Im Frühjahr 1944 musste der Stanzereiarbeiter Willi Sodann in den Krieg. Für ein Regime, das er ablehnte. Meine Mutter und er umarmten sich. Und dann war ich eben dran. Und da waren die Heldengeschichten, die man sonst gelesen hatte, das war alles gar nicht da.
Da war nur da. Dass er mir gesagt hat, ich komme ja bald wieder. Und mehr haben wir auch da nicht geredet. Ging gar nicht. Und dann ist er eingestiegen und dann war er weg. Nur Monate vor Kriegsende dann die Nachricht, die das Leben der Familie umwirft. Pfarrer Leuner hielt bei uns am Tor. Meine Mutter hatte Holz gehackt, sie hatte die Axt in der Hand und Pfarrer Leuner blieb an unserem Tor stehen. Und da wusste meine Mutter, was geschehen ist. Und hat gesagt, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Und da hat er noch so etwas gesagt wie, Frau Sonne, es tut mir leid. Und dann ist meine Mutter am Tor umgefallen. Abschied nehmen muss auch Michael Degen als 8-jähriger Junge. Die Zugehörigkeit zu meinem Vater war schon sehr intensiv. Der fehlt mir bis heute im Grunde. Seinen Vater Jakob Degen hat die SS 1940 ermordet. Der Sohn muss sich mit seiner Mutter in einer Laubenkolonie bei Berlin vor der mörderischen Jagd auf Juden verbergen. Ich habe keine Angst mehr gehabt. Ich würde sagen, meine Mutter hatte mir die Angst abgenommen. Sie hat gesagt, wenn du mir gehorchst, wenn du das tust, was ich dir sage, dann werden wir überleben. Von Soldaten der Roten Armee befreit, dürfen sie sich Anfang Mai 45 erstmals wieder frei bewegen. Ohne Todesangst. Wir sind in die Stadt hinein und es war alles kaputt. Gegenden, die wir kannten, in denen wir gewohnt haben, die waren platt. Ich glaube, in der Nähe vom Alexanderplatz sahen wir dann Rotarmisten tanzen. Tanzten wie die Verrückten. Das war wirklich reine Freude, der Krieg war zu Ende. Ich habe zum ersten Mal verstanden, dass wir befreit waren. Meine Mutter hatte mir auch gesagt, jetzt fangen wir an zu leben, jetzt sind wir gleichaltrig. Wir sind neu geboren. Am Ende des Krieges wehen im ganzen Land neue Fahnen. Auch im bayerischen Allgäu, wohin Familie Wepper vor den Bomben entflohen ist. Als ich mit meinem Onkel in dem Haus von unserer Großmutter oben auf so einen ganz kleinen Balkon gegangen bin, und da haben wir an einem Besenstiel ein weißes Laken gehisst. Und das war zugleich der Moment, als die Spitze von einer Panzergruppe eingefahren ist. Das habe ich noch leibhaftig in Erinnerung. Als Zusammenbruch empfinden viele die Befreiung, zumal in München, lange Hauptstadt der NS-Bewegung. Die Kinder erkennen die Gunst der Stunde. Die Amerikaner, die GIs, waren da. Und da sind wir als Kinder immer rumgelungert und rumgeschlichen und haben gehofft, dass wir da irgendeinen Chewing-Gum kriegen oder eine Hershey-Schokolade oder einen Butterfinger oder irgendwas. Das waren Sachen, die kannte man überhaupt nicht. Man kannte nicht so einen Riegel, der schmeckte wie nichts auf der Welt so gut. Gaben aus den Rationen der GIs. Sie versüßen die Erinnerung. Die Amis waren irgendwie, das waren schon unsere Heroes irgendwie, die GIs. Der Alltag der Besiegten sieht oft nicht sehr heldenhaft aus.
Der Mangel ist groß in allen vier Besatzungszonen. Und das Wenige sollen sie nun noch teilen mit Flüchtlingen aus den Ostgebieten. Auch aus Pommern, wo Eva Maria Hagen aufgewachsen ist. Bis zum Sommer 45. Wir waren arme Leute. Aber mein Paradies war eben mein Dorf. Das wird immer bleiben. Und dann mussten wir da plötzlich weg. Umgesiedelt. Aber die Kinder haben es auch als Abenteuer gesehen. Über 12 Millionen Deutsche müssen ihre Heimat verlassen. Nach alliierter Absprache verliert das Deutsche Reich ein Viertel seines Staatsgebiets im Osten. Wir waren wochenlang unterwegs, auf Stroh und so. Ich dachte, wir kommen wieder zurück. Aber dann waren wir ja in Perleberg gelandet. Einem Kreis in Brandenburg mit damals 56.000 Bewohnern. Beinahe ebenso viele Vertriebene kommen 1945 hinzu. Zeitweise 200 am Tag. Es war nicht zerbombt, haben Gott sei Dank vom Krieg nichts abgekriegt. Die mochten uns auch gar nicht so gerne, die verlausten und verhungerten. Meine Mutter ist dann auch noch krank geworden an Typhus und wäre beinahe gestorben. Und da hatte ich Angst, wenn sie stirbt, dass wir dann ganz alleine sind. Ja? Also sie war schon ganz wichtig für uns. Und als sie dann aus dem Krankenhaus zurückkam, bin ich ihr entgegengerannt und bin auf die mir zu Füßen gerollt. Ja, Gott war gut zu uns, haben wir gedacht. Der hat sie wieder gesund gemacht. Als Kind denkt man doch immer, wenn die Mutter noch in der Nähe ist, da passiert schon nichts. Beinahe jeder vierte Bewohner der sowjetischen Besatzungszone in diesen Tagen ist ein Vertriebener. Nirgendwo sonst gibt es auch nur annähernd so viele Neuankömmlinge. Ist ihre Unterbringung so schwierig? Ihre Verpflegung bleibt den meisten selbst überlassen. Da gab es im Wald diese Baracken. Waren früher Strafgefangene drin und da, ich wusste gar nicht, was Pflanzen sind, aber plötzlich, die bissen einen plötzlich, ja. Und dann haben wir, naja, dann haben wir die abgesammelt, meine Mutter, und uns von den Wanzen befreit und dann versucht, was zu essen zu finden. Ein Stück Brot oder was auch immer. Und wir lebten wie die wilden Katzen im Wald. Suppen haben wir aus Brennnessel gemacht und Sauerampfer. Ganz viele in der Natur vorkommende Pflanzen, die essbar sind. Ein seltenes Glück, von den Besatzern etwas abzubekommen. Waren ja auch Russen da. Und dann hat man da auch in die Mülltonnen geguckt, was sie an hartem Brot oder so wegschmeißen. Und dann eine Brotsuppe draus gemacht. Ja, richtige Hungerzeit. Unter Hunger, was unter Hunger so alles passiert. Die Vorräte sind nun aufgezehrt. Im Hungerwinter Anfang 47 sterben Hunderttausende an den Folgen von Unterernährung und Kälte. Zu essen gab es nichts. Wenig. Ganz wenig. Also ist meine Mutter auf Tour gefahren nach Mecklenburg. Millionen Werktätige sind nicht ausreichend ernährt. So geht Tag für Tag ein Strom von Menschen aufs Land, mit Lastwagen, zu Fuß, mit Fahrrädern, auf der Suche nach etwas Essbarem. Ein Ehrenfeld oder Kartoffelfeld wurde freigegeben. Von den Bauern, die dort waren. Natürlich hat man Hunger und wenn das Feld abgeerntet ist, gehst du mit einer Hacke und guckst nach, ob in der Furche, die da die Kartoffeln lagen, noch irgendeine oder eine halbe zu finden ist. Gut, das ist okay. Und wenn die Leute vor Hunger doch eine Kartoffel erwischen zu können und wenn das so drum gekämpft wurde, dann ging der Bauer mit Peitschen ja auch auf die Menschen los.
das war für mich, da bin ich lieber zurückgetreten. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich bin da weggegangen. Dann habe ich ja nichts zu fressen gehabt. Kartoffelstöppeln, wie der Volksmund sagt. Oft der letzte Ausweg. Wir waren auch Klauen auf dem Feld. Mein Bruder hat manchmal Drosche gekriegt vom Bauer, weil er eben wieder irgendwelche Äpfel oder Kartoffeln. Ja, war so. Aber ich habe ihn bewundert. Er war für mich auch ein Held. Und er hat uns beschützt, denn kein Vater war da. Und es waren so viele Flüchtlinge. Hamsterfahrten. Abenteuer unter Lebensgefahr. Auch für Eva Maria und ihren Bruder Horst. Wir sind immer an den Zügen von Wittenberge nach Perleberg hin und her um die Züge rumgeklettert. Ganz oft. Aber in diesem Falle, da war ich ja nicht dabei. Da passiert ein Unfall. Der 16-Jährige rutscht vom vereisten Trittbrett ab und gerät unter den Zug. Mein Bruder, der hatte seine Beine verloren, obwohl ich den Arzt angefleht habe, dass er bitte das zweite Bein wenigstens annäht. Aber es ging nicht mehr. Und das hat der Horst auch gespürt, dass ich seine Schwester für ihn da bin. Wo Eltern fehlen, sind Geschwister umso mehr aufeinander angewiesen. Der Fritz hat dann auch, ich glaube sogar ein bisschen im Auftrag von der Mutti, so eine kleine Vaterrolle übernommen, hat immer auf seinen kleinen Bruder geguckt, dass aus dem nichts Schlimmes wird. Das stimmt. Und daraus hat sich eigentlich eine wunderbare Brüderlichkeit ergeben. Gemeinsam nutzen die Brüder jede Gelegenheit, nach dem Vater Ausschau zu halten. Einem von noch immer Millionen Vermissten. Und wieder ragen weithin sichtbar die Schilder bleibender Hoffnung. Wir sind da länger im Kino geblieben, haben da eben unter diesen zig oder hunderten von Heimkehrern in Friedland gehofft, dass wir den Vati da entdecken. Das letzte Lebenszeichen von Friedrich Karl Wepper kam Anfang 45 aus Polen. Bis zum Schluss hat meine Mutter immer noch einen Platz in ihrem Herzen gehabt, was von Hoffnung geprägt war. Wir haben das ja mitbekommen und wir haben ja auch die Momente mitbekommen, als die Mutti traurig war. Weil sie natürlich unseren Vater wahnsinnig geliebt hat und natürlich auch ein bisschen dieses Bild, das hat sich ja noch verstärkt über die Jahre, je länger er nicht da war. Sie hat dann ihre Zuneigung, ich will mal sagen, auch die Kraft und letztlich auch den entscheidenden Sinn ihres Lebens in uns gesehen, im Fritz und mir. Und die Söhne verdanken der Mutter ihr Leben. Am Ende des Krieges, da sind wir im Zug gefahren. Und dieser Zug wurde von den Amerikanern beschossen. Also es war eine Katastrophe, es gab über 100 Tote. Und dort, wo meine Mutter mit mir ausgestiegen ist, war unter dem Bahndamm so ein Durchgang. Und da konnten wir uns sozusagen schützen. Und so haben wir aufgrund dieser Geistesgegenwärtigkeit meiner Mutter überlebt. Der Luftkrieg hat in Deutschland ein Fünftel des Wohnraums getroffen, in München sogar über die Hälfte. Unser Haus, wo wir in München gewohnt haben, da ist eine Bombe reingefallen, die hat das ganze Treppenhaus zerstört. Und wir hatten ein Kinderzimmer und da war so ein Loch, ja, das war für uns abenteuerlich. Also wir konnten eigentlich ins Stiegenhaus rausschauen, ja. Aber wir sind natürlich in Respekt, dass man da runterfallen könnte, natürlich nicht allzu nah dahin gegangen. Wir hatten im Flur und auf der Toilette kein Licht. Und ich hatte immer wahnsinnig Angst,
Sag mal, wenn es dunkel wurde, im Winter schon um 4:30 da, über den Flur auf die Toilette zu gehen als Kind. Der Höhepunkt der Angst war, in den Keller zu gehen, Kohlen zu holen, durch zwei Ecken da in so einen Gang, wo so eine Funzel war, und die Kohlen raufzutragen. Das waren für mich ganz schlimme Nachkriegserlebnisse. 2,5 Millionen vaterlose Kinder. Sie gelten rasch als Rabauken, von Verwahrlosung bedroht. Denn Leitbild ist immer noch die heile Familie. Man konnte wunderbar in diesen Trümmern spielen, was wir natürlich nicht durften, weil da könnte ja noch ein Blindgänger sein oder sowas, nicht? Aber man darf nicht vergessen, dass für so ein kleines Kind sind Trümmer auch was Spannendes. Für die Erwachsenen war natürlich der Kummer und die Verzweiflung groß und die auseinandergebrochene Welt. Und deswegen hat man sich, glaube ich, in das Schweigen gerettet. Auch bei ihr zu Hause gab es ein Tabu. Das Schicksal des Vaters. Der Reserveoffizier war befreundet mit Verschwörern, die am 20. Juli 1944 Hitler töten und den Krieg beenden wollten. Der Angeklagte Hans-Georg Klamroth. Haben Sie dem Führer den Eid geleistet? Jawohl. Ist Ihnen klar, dass nichts weiter zu verraten war? Meine Mutter hat uns Kindern erzählt, dass der Vater von den Nazis umgebracht worden sei. Nein, sagen Sie. Aber ich habe nur an dem betretenen Schweigen und den Tränen meiner älteren Schwestern so wirklich begriffen. Das war eine Geschichte, über die man besser nicht sprach. Weil erstens war er weg. Und dann ist er hingerichtet worden im Widerstand. Und das heißt, die Familie war ein Landesverräter in den Augen anderer Leute. Die waren ja, die 20. Juli-Leute waren ja irgendwie schuld daran, dass der Krieg verloren ging oder weiß der Deil was. Und das war schon ein Gebiet, was ich lieber mied. In der Villa der einst wohlhabenden Kaufmannsfamilie wirkt die Bewältigung des Nachkriegsalltags wie eine willkommene Ablenkung. Flüchtlinge wurden einquartiert. Die haben den ganzen ersten Stock besetzt. Damals hat man Wohnraum einfach beschlagnahmt. Und so hatten wir wildfremde Menschen im Haus. Ja, es war halt voll. Und wir hatten keine Männer im Haus. Und meine Mutter war natürlich überfordert, erstmal dieses große Haus mit den vielen, vielen Leuten in Halberstadt, die alle irgendwie ernährt werden mussten, die alle irgendwie Wäsche waschen mussten. Alles dieses lastete auf ihren Schultern. Aber immer mit Haltung. Sie hat sich nicht gehen lassen, die hat nicht gejammert, die hat nicht getrunken. Sie war müde, das war sie. Doch, die hat es durchgehalten, es war wirklich toll. Es ist die Stunde der Frauen. Auch wenn nur wenige von ihnen Steine klopfen. Sie halten den Betrieb im Lande aufrecht. Die sogenannten Trümmerfrauen, sie liefen ja dann später unter dem Begriff Trümmerfrauen. Das heißt, wenn sie keine Trümmer beseitigt haben, ohne die hätte Deutschland gar nicht auf die Füße kommen können. Die sind ja unübertroffen. Und es ist schwierig, muss das gewesen sein, als die spärlichen, noch übrig gebliebenen Männer wieder zurückkamen. Ich habe das bei einer Tante erlebt, deren Mann kam dann irgendwie frei. Das ging natürlich vorne und hinten nicht. Sie war eine starke Frau und er verstand die Welt nicht, weil die Frauen, die hatten das jetzt so gemacht und sie sagten, halt dich doch mal raus, es läuft so, wie ich das mache. Und schon war die Ehe im Eimer. Das späte Wunder, die Heimkehr. Manche Kinder erleben sie noch, andere nie. Der Verlust wächst, wenn man auf einmal sieht, der andere Junge, dessen Vater ist wiedergekommen. Da wird das anders. Das ist nicht so, also jetzt nun gleich heulen und irgendwie so etwas. Nein, das muss man alles erst begreifen und das Verständnis für die eigene Situation kommt später und manchmal kommt es bei einem vielleicht nie. Erwachsen werden im Zeitraffer. Viele Vaterlose übernehmen schon früh Verantwortung. Stolz und Bürde zugleich.
Mein Vater war tot, meine Tante und meine Mutter, wir waren ja allein. Ich hatte die Rechte meines Vaters übernommen in der Familie und meine Mutter hat mich immer gefragt, Peter, was soll ich denn machen, weil sie mich liebte. Und da habe ich ihm gesagt, das und das, und das hat sie dann auch gemacht. Ich war eigentlich so dann der Herr des Geschäftes in unserer kleinen Familie. Kinder müssen mit anpacken, auch im Dienste des Staates. Und manche durchaus mit Begeisterung. Wir waren auch heiter und wir haben uns auch gefreut, weil ich wusste, ich gehe auf einem ganz anderen Weg. Und den bin ich beherzt gegangen und freudig gegangen. Im Osten träumen damals viele von einem neuen Deutschland, besonders die Jungen. Zugleich wechseln bis 1949 rund 900.000 Deutsche vor dem sozialistischen System lieber in den Westen. Oft über die grüne Grenze, mit Sack und Pack. Familie Klamroth aus Halberstadt wagt in Braunschweig den Neubeginn. Ich erinnere mich an nächtliche Grenzübertritte. Das war dann meine Schwester Barbara, die Älteste, die das immer organisierte und auch Preziosen aus Halberstadt nach Braunschweig schleppte in so zwei Handtaschen durch den Wald nachts. Und da bin ich ein paar Mal mitgegangen und habe mich zu Tode gefürchtet. Weil da hieß es immer hier, die Russen gehen hier Streife und wenn sie dich sehen, schießen sie dich ab. Was sie nicht taten. Da gab es ja auch keine Beschränkungen an der Grenze, sondern man musste nur durchkommen. Man musste den Posten irgendwie aus dem Weg gehen können. Im Kampf gegen den Schleichhandel wird jetzt durchgegriffen. Trotz aller Razzien, ein florierender Tauschhandel, der Schwarzmarkt, ersetzt längst die wertlos gewordene Reichsmark. Ich habe Strümpfe verkauft. Und zwar dann an die Amerikaner, die hineinkamen nach Berlin. Man durfte das nicht öffentlich tun. Ich habe dann einen Mantel drüber gezogen, einen zu großen Mantel. Die Amerikaner wollten natürlich die Ware sehen. Dann habe ich einen Strumpf rausgezogen, habe sie prüfen lassen. Dann haben sie also brav bezahlt. Und meine Tante hat mir aber gesagt, nimm nur Zigaretten. Zigaretten, das ist die Währung. Und also drei Pakete Zigaretten, ein paar Strümpfe. Die meisten Lebensmittel sind streng rationiert, somit nur auf Bezugsschein zu erhalten. Mir sind einmal alle Lebensmittelkarten geklaut worden. Das war wirklich ein traumatisches Erlebnis, weil ich wusste ja, wie nötig diese Marken waren. Und ich weiß nur, dass es ein Umschlag war mit einem ganzen Stapel von Lebensmittelkarten. Und ich durfte mir als Botenlohn ein Eis kaufen. Und das tat ich auch und legte sie so auf den Tisch. Und als ich wieder hinguckte, waren sie weg. Ich hab wirklich gedacht, ich sterbe. Not macht Diebe. Dem Klauen zum Überleben gibt der Kölner Kardinal Frings sogar seinen Segen. Das Fringsen, nach ihm benannt, wird Volkssport. Gerade für Kinder. Da an der Friedheimer Brücke, da sind wir überall als Buben, haben wir irgendwo geschaut, wo irgendwas so ein altes Auto war, so abgewrackt ist, dann haben wir irgendein Stück Kupferdraht raus. Und dann sind wir rum in die Geschäfte und haben das verkauft für einen Zehner. War schon Geld, da hast du schon überlegt, kaufst dir einen Waffelbruch oder eine Wundertüte oder kaufst du 5 Lutscher, a 2 Pfennig, da hast du am längsten was davon gehabt. Also mit einem 50er, also mit 50 Pfennig, war ja Wahnsinn. Endlich hartes Geld. 1948 gibt es neue Währungen in West und Ost. Damit endet der Traum von deutscher Einheit und im Westen der Mangel. Plötzlich waren ja die Läden voll. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wo die Sachen herkamen, die plötzlich die Schaufenster füllten. Ich sehe mich noch in einem Süßigkeitenladen stehen und einen Groschen in meinen Fingern.
drehen, was ich mir denn für diesen Schatz kaufen sollte. Meine eigenen Süßigkeiten von meinem eigenen Geld. Weiß ich gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Die D-Mark bringt Normalität. Für die Nachkriegskinder gibt es neue Verlockungen, wie das Münchner Oktoberfest. Die erste Wiesn, das war ein tolles Erlebnis. Ich kann mich da an die Toboggan erinnern. Wir standen da draußen und haben gesehen, wie die Leute versucht haben, auf diesem Rollband nach oben zu kommen. Wir waren im Flohzirkus, haben gesehen, wie die kleinen Flöhe so kleine Kutschen gezogen haben. Wir waren bei Elektro John und der hatte sich eine Glühbirne in den Mund gesteckt und die brannte. Oh Wunder. Und dann später, da war ich aber dann allerdings schon 10, da gab es die Lilliputaner. Und da war so eine hübsche Lilliputanerin, die war so groß wie ich. Vielleicht so, ja. Und die sprachen alle so, herein spaziert, hier wird was Tolles vorgeführt. Und ich war total verliebt mit 10 in die Lilliputanerin. Perleberg, Eva Marias Zufluchtsort. Auch hier in der ostdeutschen Kleinstadt tun sich nach Jahren der Not nun Nischen auf für kleine Fluchten. Wir sind ins Kino gegangen in Perleberg. Wir haben es manchmal reingeschmuggelt, aber auch so in Filme, wo man es ja eigentlich noch nicht unter 16 oder so rein durfte. Und dann habe ich mich nachher ein bisschen älter gemacht und von meiner Mutter die Kostümjacke angezogen. Und da habe ich dann mehr Filme gesehen. Bestimmte Filme, die waren so voll Herz und voll Tränen. Gustav Gründgens zum Beispiel war faszinierend. Und das Lied fing an mit den Worten: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, da die Nacht ist da, dass es geschieht. Ein Schiff in dich durch den Hafen, da es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Nichts hält sie mehr in einem Zuhause, das sich für sie fremd anfühlt. Ich wollte nicht so werden wie diese Leute da. Ich habe mich fremd gefühlt in Perleberg. Und ich bin abgehauen, weil es da zu provinziell wurde. Ich wollte nach Berlin. Berlin, Berlin, Berlin. Das war mein Ziel. Da will ich hin. Wo wollen Sie eigentlich hin? Nach Berlin. Kennen Sie denn da jemand? Ja. So. Es könnte ihre eigene Geschichte sein, von der wenig später ihr erster Spielfilm erzählt. Sehnsucht war immer da. Ich wollte an die Rampe. Und deswegen bin ich zu den Theatern immer und Kontakt aufgenommen, Leute kennengelernt, in Bars gesessen und mich bewundern lassen. Was ist denn nun? Doch daraus wird vorerst nichts. Für die Volkspolizei ist Eva Maria eine Streunerin. So, und das schreiben Sie mal da. Die haben mich gleich mit der grünen Männer in so ein Heim gefahren. Ja, so war das. Berlin-Stralau, eine gefürchtete Erziehungsanstalt für widerspenstige Jugendliche. Es waren ganz unterschiedliche Mädchen da, die schon zum Teil Erfahrung hatten. Ja, dann haben wir Ausbruchversuche immer gemacht und uns an Laken runtergelassen und gefährlich, gefährlich. Und dann kam die Polizei angerückt in dem Hinterhof und hat das gestürmt. Und dann sind wir eben eingesperrt im Keller, irgendwo mit Gittern. Und dann wurde uns gesagt, wir sollen uns schämen. Die können ja nicht wissen, was ich erlebt habe. Ich musste ja fliehen. Und da habe ich gebrüllt wie ein Löwe. Für mich war es keine Schande, sondern es war eine Prüfung. Jetzt finde dich mal mit zurecht. Sie kämpft weiter für ihren Traum. Und hat Erfolg. Für Alt und Jung gab es etwas zu erleben. Die DEFA-Schauspielerin Eva Maria Hagen, auch als Traudel bekannt. Vergesst mir meine Traudel nicht, hieß der Film, der sie bekannt machte. Die einstimmige Meinung der Soldaten, wie könnte man so etwas je vergessen? Dem Land, mit dem sie sich später überwerfen wird, hält sie lange die Treue. Noch ist die Anziehungskraft stärker als mancher Zweifel. Ja, es war mein Zuhause, meine Heimat. Ich schon wieder weg oder so und alle anderen verlassen. Ich wollte nicht weggehen.
Im auflebenden Kulturbetrieb Berlins entdeckt auch Michael Degen seine Liebe zum Theater. Man suchte Statisten und ich meldete mich dann. Und dann habe ich den Faust vorgesprochen. Und ich sagte, denn du hast recht, vorzüglich, weil ich muss. Und dann fragte mich plötzlich eine fremde Stimme, ziemlich hohe, erinnere ich mich, warum ich denn so eine besondere Betonung gehabt hätte. Die Stimme war Gründgens. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Gustav Gründgens. Er hatte sich eben jenem Regime angedient, das alle Juden mit Mord und Hass verfolgte. Meine Mutter war immer der Meinung, dass Künstler politisch nicht zurechnungsfähig gewesen sind. Sie hat mir nur eines Tages gesagt, so jetzt wollen wir daran nicht mehr denken, jetzt leben wir und jetzt sind wir neu geboren, jetzt wollen wir davon nichts mehr wissen. Das ist uns nicht gelungen. Mit anderen Überlebenden des Jahrhundertverbrechens reist Michael Degen Ende 49 auf Wunsch der Mutter nach Palästina, wohin sein älterer Bruder 10 Jahre zuvor geflohen ist und nun für Israels Unabhängigkeit kämpft. Ich habe lange nach ihm gesucht und man hat herausgefunden, dass er im Krieg war und verwundet ist und dass er in einem Militärkrankenhaus liegt bei Tel Aviv. Und da bin ich hingefahren. Und dann kam er mir entgegen. Ich erkannte ihn sofort. Er lief auf 2 Krücken und ging an mir vorbei, sagte Shalom. Ich guckte ihm erst hinterher und dann rief ich seinen alten Namen, den er trug. Und er blieb wie angewurzelt stehen. Er drehte sich nur um. Und da erzählte ich ihm erst einmal, Mutter lebt noch. Das wollte er wissen. Vom Vater wollte ich dann nicht weiter sprechen. Und dann konnten wir es einmal nicht weitersprechen. Seinen Vater hat er verloren, den Bruder gefunden. Je mehr die Sprache mein Handwerkszeug wurde, desto mehr sehnte ich mich nach meiner Muttersprache und nach Deutschland zurück. Und Deutschland war nun einmal mein Geburtsland und es war meine Muttersprache, die ich dort sprach. In vielen Rollen gewinnt Degen sein Publikum. Doch die Vergangenheit wirkt nach. Ich sprach auch mit den Leuten, auch wenn sie älter waren, auch wenn ich vielleicht hätte mir ausmalen können, was haben die im Krieg getan. Ich habe immer empfunden, dass sie das alles als ungerecht empfanden, wie man sie behandelte, warum sie den Krieg verloren haben. Und sie hätten ihn ja gewinnen können, wenn da nicht Verräter gewesen wären, die übliche Ausrederei. Aber ein Gefühl von Erwachen, von politischem Erwachen, nein, das gab es nicht. Sie konnten sich nur in ein Schweigen retten. Worüber hätten sie reden sollen? Die Generation der Eltern, in diesem Fall der Mütter, die waren ja alle auf irgendeine Art und Weise befasst damit. Die waren Teil dieses Verhängnisses. Die haben es unterstützt. Die haben ihre Fahnen aus den Fenstern gehängt. Ich weiß nur, dass ich nach dem Krieg Rotkäppchenkleider tragen musste, weil diese Fahnen irgendwie verschneidert wurden. Auf Geheiß der Besatzungsmächte verschwinden die äußeren Zeichen des Naziregimes. Seine Denkmuster noch nicht so bald. Ich bin ja aus 2 Internaten rausgeflogen. Und das 2. Internat, da gab es einen Schulleiter. Der sagte, es sei ja kein Wunder, dass ich so einen schlechten Charakter hätte.
Denn mein Vater ist schließlich Hochverräter gewesen. Annäherung an einen Vater, der für viele noch lange Zeit einen Makel trägt. Ich hatte nicht plötzlich irgendein Wärmegefühl, da steht mein Vater. Ich kann mich ja auch überhaupt nicht an ihn erinnern. Es gibt zwar Fotos von ihm mit mir auf dem Arm, aber der hat nicht gefehlt, weil ich nicht kannte, wie das war, als er da war. Aber es war natürlich mein Vater. Ferne Väter. Spät bekommen sie Konturen. Mein Vater war lebenslustig und fröhlich, das weiß ich. Deswegen wurde ich auch als Lehrling in dem Betrieb, wo ich dann gelernt habe, anders behandelt als viele andere. Peter Sodann wird Werkzeugmacher, im selben Betrieb wie sein Vater. Und ihm, dem Kommunisten, fühlt er sich verpflichtet mit dem Bekenntnis zur DDR. Ich habe natürlich auch die Miss- und Fehlgriffe dieses Staates durchaus erkannt. Aber ich wollte sie eben zu einem Weg führen, der ein hohes Ziel hat. Als Arbeitersohn steht ihm die Uni offen. Eine regimekritische Satire seines Leipziger Studentenkabaretts aber bringt ihn für 9 Monate hinter Gitter. Als ich beschissen wurde auf dem Weg, da habe ich keine Kehrtwendung gemacht. Ich wurde ja nicht gezwungen dazu. Ich hatte ja ein Erbe. Ich hatte einen toten Vater, den ich in Zukunft zu vertreten habe. Und das hat mich weitergetragen. Als Brüder gehen die Wippers gemeinsame Wege, auch vor der Kamera. Im Kino jener Zeit sind die Familien heil. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Es gab hin und wieder Momente, wo ich mir hätte vorstellen können, dass mein Vater sich gefreut hätte über das, was mein Bruder und ich im besten Sinne erreicht haben. Und das war immer ein gutes Gefühl. Ich habe nach wie vor zu meinem Vater diese Zugehörigkeit. Bewusst haben sie ihn nie erlebt. Und doch ist er da. Bis heute. Ich habe auch zu Hause ein Porträtfoto stehen von meiner Mutter und meinem Vater zusammen. Das sehe ich jeden Tag. Ich schaue es mir auch manchmal oft bewusst an. Aber so leider nicht, dass ich wüsste, wie mein Vater war. Ich glaube einfach, er war aufgrund der Erzählungen von meiner Mutter ein wahnsinnig herzlicher Mensch, der keine ganz einfache Kindheit hatte. Ja, schade, dass ich ihn nicht persönlich kennengelernt habe. Sehr schade. Die Nachkriegskinder. Viele waren sich selbst überlassen und nahmen ihr Schicksal gerade deshalb in die Hand. Sie haben das Land geprägt. Oh, und, oh, oh.